Hallo ihr Lieben, ich bin es, eure Miri. Ich habe heute ein Unboxing der Schmückerbox für euch. Allerdings nicht wie vorher gezeigt in dem anderen Video die Standardvariante der Schmückerbox, sondern die Schmückerbox Noir, oder wie wird es ausgesprochen? Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das einmal diese Box, die ich hier habe. Die sieht einmal so aus. So sieht das Ganze einmal aus. Und anhand der Box könnt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen erahnen, dass es hier um Krimi bzw. Thriller, Krimi-Roman oder ähnliches geht, weil diese roten Sprenkel da drauf sind halt praktisch als Blutandeutung drauf. Wie gesagt, natürlich nicht echt, ne? Ich meine, brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Aber alleine für YouTube tue ich das mal eben, damit sich da keiner erschrickt oder so. Genau. Auf jeden Fall kostet diese Box 39,95 €. Sie kommt einmal im Monat zu euch, wenn ihr sie im Abo habt. Wie gesagt, es gibt zwei verschiedene. Einmal die, die sich praktisch so mit Romanen und so beschäftigt. Und halt auch diese Krimi-Variante. Da ich beides lese und von beiden ein totaler Fan bin, wollte ich die einfach mal ausprobieren. Weil es ist so, ich habe diese Box noch nicht ausgepackt. Also diese Krimi-Variante der Schmökerbox. Und deswegen hat es mich sehr gereizt. Weil die letzte Box fand ich super. Die ist auch bei mir in den vorherigen Videos. Schaut gerne mal vorbei. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ich bin mit dem Kundenservice unglaublich zufrieden. Die sind super, super nett. Die haben auch jetzt ein Adventsgeschmück, heißt das Ganze. Das ist praktisch ein, ja, Schmökerbox Adventskalender. Und den habe ich ebenfalls bestellt. Den habe ich aber für mich privat bestellt. Den werde ich nicht auspacken. Vielleicht werde ich danach nochmal ein Video machen, dass ihr dann so wisst, worauf ihr euch im nächsten Jahr, falls ihr euch dafür interessiert, dann so in etwa einlassen würdet. Weil ich finde das immer schwierig, solche Kalender blind zu kaufen. Man möchte sich natürlich aber auch nicht spoilern lassen. Das ist immer dieses Problem. Und deswegen habe ich, wie gesagt, im Vorfeld mir ein paar Boxen angeguckt. Kann ich euch auch empfehlen. Einfach bei YouTube eingeben. Früher war die Box auf YouTube doch noch aktiver, muss ich sagen. Aber es ist wirklich so, dass ich die unglaublich toll finde, da es auch nicht so Ramschware ist, wisst ihr? Es gibt ja so Füllsachen, die in der Box drin sind. Beispielsweise Beauty Adventskalender Nagellack. Okay, viele feiern vielleicht von euch Nagellack. Das ist super toll, aber für die Frauen, die Gelnägel oder Acrylnägel oder Shellacknägel haben, ist das natürlich nicht so feierlich, wenn da dann vielleicht auch 5 Exemplare in verschiedenen Farben drin sind oder Farben, die absolut nicht tragbar für euch sind. Ne, das war jetzt ein Beauty-Beispiel sozusagen. So kann es natürlich bei Büchern auch gehen, wenn man sich blind da auf irgendwas einlässt. Genau, deswegen habe ich den Kalender, wie gesagt, für mich privat bestellt. Die Schmökerbox habe ich ja im Abo. Die werde ich euch auf jeden Fall monatlich zeigen. Ich bin mega gespannt auf die Novemberbox. Mittendrin heißt die tatsächlich. Kann ich mir so gar nichts drunter vorstellen. Aber ja, die letzte hat mich wirklich echt gecatcht. Die war super toll. Und was ich mega, mega genial dabei finde, ist, dass da immer noch ein Produkt verpackt ist. Das ist so cool. Da habt ihr einfach so ein braunes Tütchen. Die ist dann mit dem Sticker, glaube ich, verschlossen. Ich meine einen Sticker, ja. Und da steht dann eine Seitenzahl drauf. Beispielsweise Seite, was weiß ich, 52 oder 39 oder 105 oder wie auch immer. Und das dürft ihr dann praktisch erst auspacken, wenn ihr bei dem Buch, was da drin ist in der Box, bei der Seite angekommen seid, weil es sich dann meistens auch auf das Buch bezieht. Und da hat man immer noch eine zusätzliche Überraschung in der Überraschungsbox. Finde ich ein ganz geniales Prinzip. Und deswegen, ja, bin ich da mega gespannt drauf. Ich habe hier diese Box aufgemacht. Ich habe das ganze Krisselpapier und allen Kram entfernt, bis auf das Seitenpapier. Weil es unglaublich nervig ist, wenn einfach alles voll liegt. Mit diesen kleinen Papierkrümeln. Jeder, der so einen Schredder zu Hause hat und der den leer macht, weiß, wenn man das in die Papiertonne kippt, da kommt einem eine riesen Wolke aus Papierstaub entgegen. Und das auf Bücherregalen ist echt unschön, Leute. Das ist gewaltig unschön. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt einmal entfernt, zeige euch jetzt, was da drin ist. Und wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran.
Ja, ich würde mich natürlich über ein Like fürs Video, wenn es euch gefällt, freuen. Natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es kostet rein gar nichts. Es macht mir eine große Freude. Ich weiß, dass der Content bei euch ankommt und kann sowas öfter machen. Genau, ne? Ihr verpasst auch keine Videos mehr, wenn ihr dann die Glocke zum Beispiel aktiviert. Somit bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich das Ganze hochlade. Und dann müsst ihr es nur auf das Glöckchen und dann auf alle stellen, damit das dann funktioniert. Und so verpasst ihr halt keine Verlosungen, unter anderem auch mehr dann halt jeglicher Upload von Buchboxen, Buchcontent, auch Beauty teilweise. Heute bin ich auch etwas geschminkt. Genau, ich habe ja gesagt, ich habe das umbenannt von Miris Beauty World in Miris Little World, weil mich das Ganze einfach mehr catcht, weil ich bin nicht nur Beauty und deswegen möchte ich das auch nicht nur zeigen, sondern wirklich eine Bandbreite bieten. Allerdings hat mich im Beauty-Bereich im Moment nicht so viel angesprochen, weil ich versuche, auf Naturkosmetik umzusteigen. Und es gelingt mir so halbwegs gut. Wenn ich da meinen Standard habe, zeige ich es euch auch gerne. Im Moment bin ich sehr am Experimentieren, was so mit Produkten fürs Gesicht zum Beispiel angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt gar nicht weiter labern. Wir wollen jetzt alle wissen, was hier in dieser Box ist. Beziehungsweise ich weiß es schon, aber ich habe das geheime Produkt noch für euch aufbewahrt und habe nicht reingeguckt. Und das machen wir jetzt gemeinsam auf. So, ihr Lieben, da ich das Ganze hier jetzt ein bisschen besser ablegen kann, habe ich mal eben die Perspektive gewechselt. Und es ist ein ganz normales weißes Seidenpapier, was hier schon etwas kaputt gegangen ist. Tatsächlich, so sieht es aus. Aber finde ich total schön, dass da nicht so sonderlich viel anderer Schnickschnack an Verpackungsmaterial drin ist. Weil, wie gesagt, das nervt einfach brutal. Wie gesagt, anderes Verpackungsmaterial ist teilweise drin, dieses Krisselzeug feiere ich nicht so, habe ich ja gerade erklärt, warum. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal drauf einlassen, was da drin ist. Und so, ich zeige euch zuerst einmal dieses hier. Das ist das geheime Türchen, was ich meinte, das geheime Tütchen in diesem Fall. Und es macht schon echt so Spaß, sowas auszupacken, finde ich. Vor allen Dingen gerade jetzt vor der kommenden Adventszeit ist das mega cool, weil man dann einfach jetzt schon was hat, was man sozusagen ja als Gimmick auspacken kann. Und das machen wir aber zuletzt, würde ich sagen, weil ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, ich bin ganz ehrlich. Und mache ich aber mit euch gleich im Video. Eigentlich tue ich das nicht, weil, wie gesagt, Überraschung in Überraschungsbox, aber für euch mache ich das. So, als allererstes, was ich mega gefeiert habe, ist hier einmal diese Tasse. Die sieht einmal so aus und ist einfach so ein Keramikmaterial. Hat hier wie so zwei kleine Ständer und das Ganze ist von Bloomingwell. Die Marke kenne ich so gar nicht. Vielleicht sagt sie euch was. Finde ich total schön, dass das eine dunkle Farbe ist. Gerade im Herbst und Winter finde ich das mega schön, wenn man dann, ja, jetzt kommen wieder so die Geheimtipps, ne? Nee, Spaß. So Kakao macht oder so heiße Schokolade und dann schön mit Sahne, Marshmallows, allen Schikanen, schön Hüftgold, ne? Ihr wisst, wie das läuft im Winter. Nein, da kann man natürlich auch Tee draus trinken, Punsch oder ähnlichem. Feiere ich mega, dass die Tasse da drin ist, weil die auch richtig schön breit ist. Sie ist tatsächlich vom Material etwas dicker, finde ich aber besser, als wenn die so hauchdünn sind, weil die dann auch gerne schneller kaputt gehen. Und somit ist das Erste, was hier drin ist, diese super coole Tasse. Stelle ich mal dahin, so dass sie hoffentlich nicht runterfällt. Genau, als Nächstes ist dann hier einmal so ein Beutel drin gewesen. So sieht das Ganze aus, könnt ihr mal vergleichen, relativ groß. Und das ist einmal mit diesem Print, passend zu der Krimi-Schmökerbox, zu der Noir-Box oder wie es auch immer ausgesprochen wird, Schmöker-Krimi-Beutel. Finde ich mega praktisch. Ich sage euch auch warum. Weil diese Dinger kann man hervorragend nehmen, um Bücher mit auf Reisen, Kurztrips, Städtetrips, was weiß ich, zur Übernachtung bei Freundin XY, zu einem Buddy-Read zum Beispiel kann man das Ganze gut nehmen. Oder auch, wenn man Bücher verlost, verschickt, wie auch immer, ist sowas immer mega cool. Dann hat man was, wo das Ganze richtig schön geschützt ist. Man hat kein Krisselpapier, was total rumflattert, sondern hat hier wirklich so einen richtig schönen Beutel. Und der
Ihr hört das, ist auch richtig reißfest. Also das ist richtig gutes Material. Die Druckqualität finde ich hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es flattert nichts ab. Es ist richtig schön drauf. Ich kratze da jetzt mal dran. Wir machen jetzt den Hardcore-Test hier. So, ihr seht nichts. Also es hat sich nichts abgetragen, es hat sich nichts verfärbt. Ich habe auch nichts an den Fingernägeln. Es färbt allgemein nicht ab. Finde ich mega, mega gut. Da kann man die Quali dann halt auch erkennen, ne? Genau, das war Nummer 2. Das hänge ich hier gerade mal kurz in dem Papier fest. Jetzt muss ich mal einmal wühlen. Ah, ich kann es euch auch da einfach zeigen. Ah ne, hier ist es. Das sind diese Karten, die liegen immer oben drauf. Die Kunst des Mordens war halt jetzt dieses Motto. Und ja, da steht dann immer eine kleine Erklärung drauf. Am Ende steht viel Spaß beim Schmökern, ein Schmökerbox-Team drauf, die das Ganze designt haben natürlich auch. Finde ich eine schöne Sache. So hat man auch noch was Persönlicheres irgendwo, als wenn da jetzt gar nichts drauf liegt oder so. Und man wird nicht gespoilert. Also ich habe es jetzt nicht ganz durchgelesen. Es kommt, glaube ich, eher zu dem Krimi, der da wirklich drin ist. Weil ihr könnt es euch ja denken, deswegen kann ich das ja jetzt sagen, ne? Dass da jetzt nicht kein Liebesroman drin ist. Genau. Aber da sind auch richtig schöne Papiergoodies drin, ne? Muss ich sagen. Also da war letztes Mal auch in so einem verpackten Päckchen, das war dann halt auch wieder dieses Papier. Und da war eine Katze als Print drin. Ihr wisst, ich liebe Katzen. Wir haben zwei Bengalkater, Odin und Houdini, die kleinen Videocrasher. Viele von euch kennen sie. Und ja, die sah einfach mal exakt aus wie ja, unser Bengalkater Houdini. Ich schaue gerade mal um mich rum, ob ich die Karte gerade habe. Ja, tatsächlich kann ich es euch mal zeigen. Die war letztes Mal praktisch verpackt, weil dieses Produkt, was verpackt ist, ist immer ein Goodie. Es ist immer on top. Ihr habt euren stabilen Wert und dann on top. Das war einmal diese Karte. Ja, heute weiß ich es natürlich nicht und machen wir gleich, wie gesagt. Aber warum ich Papiergoodies anspreche, hier war ein mega schönes Notizbuch drin. Und das ist wirklich qualitativ hochwertig. Das muss ich sagen, das ist ein Hardcover-Notizbuch und ist Größe M. Kann man jetzt nicht wirklich viel mit anfangen, ich zumindest nicht. Also mit der Größenbeschreibung meine ich jetzt. Special Cover Material in Spices, Innovate Binding, Unique Finish. Das muss ich auch sagen, wirklich schön. Und wie hat er das ausgesprochen? Susan Table Production. Auf jeden Fall sehr, richtig cool. Irgendwie macht das schon Bock auf Krimi. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Vielleicht denkt ihr auch, okay, ne, jetzt dreht sie völlig durch. Ein schwarzes Notizbuch-Krimi. Aber irgendwie ist das so, weißt du, nicht jetzt irgendwie schreiend neongelb oder so, sondern wirklich eine schöne Farbe, was auch wirklich, wo ich sagen kann, jeder gebrauchen kann. Und da ist auch noch so ein Band drum. Ich lasse das Ganze nochmal verpackt, weil ich weiß nicht, ob ich das behalte oder verschenke, obwohl ich es sehr, sehr schön finde. Genau, das ist dann das nächste Produkt, was da drin war. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Und das ist natürlich in einer Buchbox dann das Buch. Aber bevor wir das jetzt zum Schluss machen, machen wir jetzt das hier auf. Seite 36. Sagt mir gar nichts, weil ich das Buch noch nicht kenne. Aber, okay, wollt ihr zuerst gucken? Jetzt sehe ich schon, dass sich da irgendwas spiegelt. Ich gucke mal nach oben. So sieht es aus. Ich greife da mal rein. Und das ist ja mal cool. Liebe, große Liebe. Oh, Freude. Das ist von Stabilo. Ein, ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Textmarker. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass da irgendwie Lipgloss oder sowas drin ist, weil das ganz häufig auch mal bei solchen Boxen, nicht bei der Schmökerbox anscheinend, drin ist. Und wir machen den mal auf. Das ist ein richtig cooles Pink. Jetzt habe ich gerade von Neongelb geschimpft und habe einen neonpinken Stabilo-Schein-Textmarker. Der ist richtig gut zu, top-Quali, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch wieder in Schwarz passend zum Notizbuch. Und das finde ich richtig cool. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was das mit Seite 36 auf sich hat. Aber das kläre ich ein anderes Mal.
Weil jetzt kommen wir zum Herzstück der Box. So, in der Box, wie gesagt. Ah ja, ich muss noch was anmerken. War erstmal ein Lesezeichen. Das sieht dann einmal so aus. Das ist ähnlich dem Kärtchen, was oben drauf liegt, was das Ganze persönlicher macht. So sieht das Ganze einmal aus. Und es ist bei der Schmökerbox immer beziehungsweise ganz oft, also wirklich ganz oft bezieht sich vielleicht einmal nicht von 100 Stück, aber sonst wohl, ein Hardcover drinne. Hardcover sind ja die Bücher, die nicht wie Taschenbücher gebunden sind, sondern ein hartes Cover haben. Versteht sich von selbst, ne? Auf jeden Fall finde ich das mega, mega gut. Weil, ja, Leserinnen und ich, wir sind nicht so Freunde. Leserinnen ist das halt, wenn man das so aufklappt, das Buch, und dann durchliest und man strapaziert es über, dass man die praktisch so auseinanderknickt, habt ihr hinten dann einmal hier solche Rillen drin. Das kann euch natürlich dann nicht passieren mit dem Hardcover. Jetzt habe ich es euch auch schon gezeigt, ne? Ja, auf jeden Fall ist das von Dorothy L. Sayers. 5 falsche Fährten, ein Fall für Lord Peter Wemsley aus dem Wunderlich Verlag. Verlag sagt mir gar nichts, finde ich mega spannend, auch ein Buch zu haben, wo ich sonst wahrscheinlich so gar nicht zugegriffen hätte, einfach weil ich da noch nie was von gehört habe. Ich schaue mal einmal rein, ob man sehen kann, ob das eine Neuerscheinung ist. Letztes Mal war es tatsächlich eine. Steht da irgendwas drin? Nee, aber schöner Einband. Den kann ich euch auch mal zeigen. Wirklich, wirklich schön. Nee, steht tatsächlich nicht drin, glaube ich, oder? Doch, 2022. Das ist ja dieses Jahr, wie wir alle wissen, natürlich schon bald am Ende. Aber das ist im November erschienen. Genau, und es war auch die... Nee, es war die Oktoberbox. Also ist das noch ein ganz brandneues... Buch, aber jetzt muss ich mich mal einmal korrigieren, glaube ich. Jetzt muss ich eben einmal veröffentlicht. November 2022. Okay, weil wir haben ja jetzt erst November. Gut, die Box ist auch erst jetzt kürzlich angekommen. Deswegen kann es dann doch eine November-Ausgabe in der Oktoberbox sein, weil die November-Box halt später kam. So kann ich es mir höchstens erklären, sonst würde ich nämlich sagen, okay, November haben wir ja erst und sie ist im Oktober. Ende Oktober ist sie gekommen. Somit geht das Ganze mit den Feiertagen über in November. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze einmal aus. Ich finde das mega, mega schön. Wie gesagt, auch die Buchgestaltung hinten ist einfach toll gemacht. Das ist der Rücktext von dem Ganzen. Ist nicht sonderlich viel drauf. Und ein Meisterwerk von einem Mordfall, der 6. Fall für Lord Peter Wemsley. Der Krimi-Klassiker, einer der größten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts in neuer Ausstattung. Okay, haben wir schon mal ein bisschen mehr erfahren. Da kommt eine Dorothy L. Sayers-Ausgabe heraus. Der Krimi-Leser kann sein Glück kaum fassen. Wiener Zeitung. Okay, wird wohl in der Ecke Wien ganz bekannt sein. Zum Glück hat der Wunderlich Verlag Lord Peter Wemsley Fälle in neuer Ausstattung herausgebracht. Denn es lohnt sich auch fast 100 Jahre nach dem ersten Erscheinen. Dieses Krimi wieder zu entdecken, WDR 4 Buchtipp. Spoiler an dieser Stelle. Es wurde von mehreren Sachen wirklich auch empfohlen. Jetzt bin ich mega, mega gespannt darauf. Ich schlage jetzt einfach mal auf Seite 36. Ich möchte nur mal eben einmal kurz schauen, ob da was... Ich glaub's nicht... Leute, das ist sogar noch mit so einem Marker, nicht Marker, mit so einem Klebezettel da verklebt, weil man das dann halt da öffnen soll. Und da hatten wir ja den Stabilo-Textmarker drin. Okay, ich habe es jetzt mal nachgelesen, was das mit diesem Rosa zu tun hat von diesem Stabilo-Schein-Textmarker. Und zwar ist er dort in einem Atelier, so viel darf ich verraten, ihr wisst ja nicht, worum es geht. Und da findet er eine Farbtube und die ist halt rosa. Ich erzähle euch auch nicht, welches rosa, weil das ist ein bestimmtes rosa. Ein wirklich spannendes Buch, muss ich sagen. Mir gefällt die Box super, super gut einfach, weil wir haben nicht nur ein super tolles gebundenes Buch. Wir haben ja auch so kleine Papiergoodies noch mit drin, wie gesagt, die Karte. Dann
die Tasse nochmal zur Erinnerung, beziehungsweise das ist schon ein Becher, ne? Tasse kann man schon fast nicht mehr sagen. Das ja, Goodie on Top, auch Markenprodukt, darf man auch an der Sache sagen. Ich bin nicht gesponsert. Dieses Video ist von mir, Werbung wegen Markennennung, muss ich einmal dazu sagen. Und dieser Beutel, den ich einfach auch mega cool finde, weil, ja, ne, ist halt ein Beutel und sowas braucht man immer, also ich zumindest. Und dieses super coole Notizbuch, ich wollte schon Blog sagen, nein, Notizbuch, in Hardcover auch. Ja, ihr Lieben, ich muss sagen, mir gefällt das wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ich kann euch die Box jetzt schon ans Herz legen. Ich finde beide Ausgaben mega schön. Und dieses Mal hat mich die Schmökerbox hier noch mal mehr begeistern können. Die andere war, wie gesagt, auch ganz cool, aber da muss ich jetzt noch mal wirklich in dem Buch gucken, warum diese Katzenkarte da drin war, weil ob da wieder so ein Klebi drin ist oder so, auch was das für eine Arbeit macht, ne? Das muss ja jemand vom Team da wirklich reingeklebt haben. Deswegen erstmal vielen Dank an das Schmökerbox-Team. Ich werde auch da nicht gesponsert. Auch da wieder Werbung wegen Markennennung. Genau, ich finde das eine mega Sache. Also richtig, richtig gut. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und danke dafür. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Schaut auch gerne auf meinem anderen Social Media mal vorbei. Auf Instagram zum Beispiel Lesezauber und viel mehr. Oder auch auf TikTok, Lesezauber und viel mehr. Da würde ich mich auch über eure Unterstützung freuen. Wir sind eine super Gemeinschaft und da freue ich mich immer sehr, auch mit euch zu connecten und ja, Aktionen mit euch zu planen, Tauschpakete mit euch zu machen, etc. Da fällt uns immer was Cooles ein. Und jetzt höre ich auf zu labern. Alles, alles Gute. Bis dahin, eure Miri. Tschüss. Thank you.